Ja, alles ist geklärt. Die Menschheit wird niemals die Vernunft aufbringen können, um zu verstehen, wie Gesellschaften, wie die kapitalistische Gesellschaft funktioniert und wie sie sinnvoll zu beenden ist durch die Gemeinwohl. Ökonomie, Gemeinwohl-Wirtschaftsordnungskombination, die GWÖ-GWO-Kombi, das wird nicht gelingen, denn Sie sehen es hier, wie unsere Vorfahren, wir brauchten ständig größere Gehirne und bräuchten jetzt auch größere Gehirne, 1,7 Liter, 2 Liter Gehirne im Durchschnitt. Und was haben wir bekommen durch den Kapitalismus? Ein Umbruch. Ein Rückgang von 1,5 Liter auf ca. 1,3 Liter Gehirnvolumen, Tendenz 1,0. Das heißt, wir werden immer dümmer und dadurch wird es keinen Ausweg aus der Sackgasse Kapitalismus, der evolutionären Sackgasse geben können. Also die weitere Degeneration, der steht nichts im Wege, denn der Kapitalismus führt nun mal zur Degeneration. Ja, und man kann die ganze Gesellschaft beschreiben, ja, um das nochmal ganz kurz zu machen hier, dass es sehr viele Sparten gibt. Die vielleicht gefährlichsten sind die Sozialsparten, Weltsozialsparten, die NGOs, die Nahrungssparten, Gesundheitssparten, Waffensparten, Alkohol, Tabak und so weiter Sparten. Ja, all diese Sparten, hier nochmal andersrum, das sind doch einige davon. Man könnte jetzt hier weitermachen, die Sparte der Lehrenden, die Sparte der Forschenden, die Wohnsparten, alle, jede Sparte sozusagen. Und hier könnte man auch noch mal ganz frisch lauter Sparten eintragen, aber ich glaube, es sind ja vielleicht nur 30 oder 40 Stück oder so. Und diese Sparten, da läuft immer der immer gleiche Evolutionsprozess. Ich gehe jetzt noch mal auf die andere Seite raus. Das ist eigentlich sehr wichtig. Jede Sparte, man könnte hier alle Sparten einzeichnen und dann jede Sparte, in der kommt es nicht nur zu genetischen Mutationen, also Mutationen aus dem Genombereich des Menschen, sondern auch Mutationen des Gehirnbereichs. Davon gibt es einige, die sind Irrtümer und einige dieser Irrtümer erweisen sich als vorteilbringende Irrtümer hier, vorteilbringende Irrtümer, VIs und die dünsten dann von den Sparten. Die Sparten haben viel Geld und viel Einfluss und viele Mitglieder, die davon leben und die kommunizieren alle die immer gleichen vorteilbringenden Irrtümer der eigenen Sparte hinaus in die Journalisten, in die Universitäten, die Spielfilmemacher, in die Politiker und Parteien. Und so ist dann die gesamte Gesellschaft infiziert von diesen Irrtümern, die Vorteile bringen. Musterbeispiel ist ja gerade zum Beispiel der Mindestlohn, der aus den Sozial- und Arbeitsamtssparten heraus wohl gekommen ist und dort geglaubt wird als gute Lösung für eine bessere Gesellschaft. In Wirklichkeit bedeutet ist ein Arbeitsverbot für alle, deren Leistungsproduktivität für ein Unternehmen unter 12 Euro die Stunde liegt. Also normalerweise kann sich ein Unternehmen wahrscheinlich nur leisten, jemanden 12 Euro die Stunde zu zahlen, wenn er eine Produktivität von vielleicht 15, 16, 17 Euro hat, denn so ein Unternehmen hat ja riesige Kosten noch, das hat ja nicht nur Gehaltskosten zu bezahlen, sondern viele andere Kosten und dann muss natürlich die Produktivität eines einzelnen Mitarbeiters deutlich über dem liegen, was er als Lohn
bekommt, sonst würde ja der Unternehmer keinerlei Lohn bekommen. Und warum sollte er dann das Unternehmen weiterführen, wenn er nur Verluste macht sozusagen? Und er muss Mieten bezahlen, die Friseurmeisterin muss Räumlichkeiten anmieten, Geräte anschaffen, was weiß ich, Frisuren, Gels oder was auch immer und Färbungen kaufen und so weiter. Also es sind ja alles riesige Kosten und von daher ist es quasi so, wenn jemand dann also quasi, ja, letztendlich können sich viele kleine Unternehmen Mitarbeiter mit 12 Euro die Stunde gar nicht leisten, dann wird das der Mindestlohn unterlaufen, dann kann das Ganze noch funktionieren, wenn der Mitarbeiter mitmacht, die mitarbeitende Person mitmacht. Und ansonsten ist es einfach so, dass dadurch nach einigen Jahren letztendlich es zu einem sanften, unauffälligen Anstieg der Arbeitslosen kommt und dann die Sozial- und Arbeitsamtssparten-Mitarbeiter natürlich profitieren, indem dort neues Personal bewilligt wird, weil ja mehr Arbeitslose zu verwalten sind und man dann Vorgesetzter neuer Mitarbeiter werden kann. Und so sind wir alle. In jeder Hinsicht sind die Menschen im Kapitalismus einfach nur voll von vorteilbringenden Irrtümern, werden zu Lobbyisten wider Willen und transportieren also die Irrtümer, die eigentlich nur anderen Vorteile bringen, ihnen selber und den anderen Menschen schaden, die transportieren sie weiter in die Zukunft, weiter in überall hin, sodass dann am Ende alle Menschen auf der Welt infiziert sind von typischen vorteilbringenden Irrtümern. Und da das verstehen die Menschen nicht hier und so weiter. Und dadurch geht eben alles immer weiter nach unten. Natürlich ist alles relativ. Es geht immer darum, ein Staat geht natürlich nur dann ganz kaputt, wenn er seinen Niedergang schneller abläuft als bei anderen Staaten sozusagen und er dann zum Beispiel oder wenn je verrückter die kapitalistischen Staaten werden, desto mehr Zeit wenden dort Menschen auf für Waffentechnik und deswegen waren die verrückten Europäer, die kapitalistisch verrückten Europäer ja auch in der Lage, die Indianer und Indios zu töten. Die Amerikaner waren in der Lage, die Iraker zu töten. Die kapitalistischen Russen waren in der Lage jetzt und sind in der Lage, die Ukrainer abzuschlachten nach und nach. Und weil sie eben mehr Zeit für Waffentechnik verwenden und eben nicht leben, sondern sich kaputt arbeiten und dafür dann aber eben die Indianer und Indios töten können. Und insofern steht jeder Staat ja unter dem Zwang im Kapitalismus, sich zumindest schützen und Abfangraketen auf allerhöchstem Niveau herstellen zu können, um sich verteidigen zu können. Das ist zumindest leider der Zwang im Kapitalismus, sonst geht's uns wie den Indianern und Indios. Und jetzt, wie haben das diese Waffenhändler zum Beispiel geschafft, letztendlich unser aller Leben zu zerstören? Na, schauen wir es uns mal an. Die ersten 10, also jetzt haben wir hier zum Beispiel nur zwei Fernhändler, ja, zum Beispiel hier zwei, und jetzt können wir uns auch mal ruhig 10 vorstellen, ja, das ist, wären jetzt hier nicht nur 2, sondern 10 verschiedene Konsumgüter, Waffen, Ferntauschhändler. Und jetzt stellen Sie sich vor, alle anderen hier leben in der Wahrheit und erzählen auch nur wahrheitsgemäße Geschichten oder wahrheitsgemäße Geschichten und oder ihre Märchenerzähler erzählen überall nur wahrheitsorientierte Geschichten. Und aber der eine hier, da kommt es in seinem Gehirn oder in dem Gehirn seines Märchenerzählers
seines Fernsehsenders, seines Mediums, kommt es zu einem Irrtum, und dieser Irrtum wird sich deswegen verbreiten, weil er sich plötzlich als vorteilbringender Irrtum erweist. Er erzählt also eine unwahre Geschichte. Angeblich hat eine Gruppe die andere nachts überfallen und totgeschlagen, und so etwas löst in einer pazifistischen Welt, in der wir vor 400, 300, 200.000 Jahren unsere Vorfahren lebten, weil wir die Genetik zum Pazifismus haben, weil wir als Savannenbonobos, Homo erectus, Homo sapiens, sozusagen wie die Bonobos, die in der Evolution die ersten beiden Arten waren, die die Fähigkeit zum vollständigen Pazifismus genetisch erworben hatten und auch heute noch haben. Aber durch solch eine Irrtumsgeschichte löst natürlich in Pazifisten jetzt Angst aus. Die Leute kaufen ihm alles, was er bei seinen Waren dabei hat, was irgendwie geeignet ist als mögliche Verteidigungs- oder Waffe, Steinäxte zum Beispiel, die vielleicht für ganz andere Zwecke hergestellt worden waren, die werden jetzt dann am nächsten Morgen nach dieser Geschichte massenhaft gekauft werden, weil die Leute jetzt Angst bekommen und darüber anfangen nachzudenken, ob sie nicht die Nachbargruppen selber überfallen sollten und totschlagen sollten, bevor diese sie totschlagen sollten. Und solche Geschichten, ja, jetzt ist es natürlich so, der hier, der Händler hier, der kann natürlich, also der Händler mit dem Märchenerzähler, der da die unrealistische Überfallsgeschichte erzählt, und die Sprachfähigkeit war ja erst vor circa 400.000 Jahren durch das Gen FOXP2 so weit gediehen, dass man überhaupt solche unwahren Märchen erzählen konnte, sprachlich differenziert und verstehen konnte. Ja, und dann sieht man eben hier, dass die anderen neun hier mit ihren Wahrheitsgeschichten eben nicht genügend verkaufen konnten, nicht genügend Umsatz machten, aber der eine hier, der konnte viele geistige Schüler gewinnen, hier ganze Akademien und Universitäten entstanden nach vielen Generationen, und hier konnte er also insgesamt eine ganze Menge, auch leibliche Enkel, Urenkel und so weiter in die Welt bringen und finanzieren mit diesen Verkaufserfolgen, diesen erfolgreichen Steinäxteverkäufen und so weiter. Ja, und was passiert? Wie funktioniert sowas in der Evolution? Ja, dieser eine von den Zehnen, der reist irgendwann ja wieder, wenn er viel verkauft hat, dann reist er wieder zurück in seine Heimat, Gruppenehe sozusagen, und beschenkt dort dann die Frauen und Kinder aus seinem Tauschhandelserfolg heraus sozusagen. Und die Männer der Kommune, die sind ja großteils auch mit ihm verwandt und so weiter, und die machen mit, die wirken mit als Träger oder als Märchenerzähler oder übernehmen Filialen, ja, und so baut sich dann nach und nach das Geschäft dieses Konsumgüter- und Waffenhändlers und Werkzeugehändlers baut sich nach und nach immer auf, denn die Männer, die reisen dann mit, tragen seine Waren zum Beispiel und können dann ja auch, wenn sie zurückkommen, auch den Frauen und Kindern entsprechend aus ihrem Arbeitserfolg heraus Geschenke machen, und überall wandert der vorteilbringende Irrtum, das unrealistische Märchen von dem angeblichen Überfall und der angeblichen Tötung aller mit, und so wurde dann die Konsumgüterwaffenindustrie und so weiter
weiter zum größten, einem der größten und ersten Geschäfte im Kapitalismus. Und dann dauerte es noch einige hunderttausend Jahre, bis die Menschen so durchmanipuliert waren, dass sie tatsächlich die ersten Kriege begannen, so nach dem Motto Präventionsschläge, wir töten die anderen, damit sie uns nicht töten können. Und so, dann ging das Geschäft so, explodierte das Geschäft so richtig und heute verdienen die Waffenhändler am Russland-Ukraine-Konflikt wunderbar und die überall wird ja geredet und 100 Milliarden für die deutsche Waffenindustrie und überall noch mehr Gelder müssen bereitgestellt werden, damit man die Ukraine immer mit Waffen und mit Munition versorgen kann. So funktioniert der Kapitalismus, aber die Menschen glauben jeder dieser vorteilbringende Irrtümer hat Millionen Fans, Lobbyisten wider Willen, die diese Irrtümer weitertragen. Ja, und dagegen ist nichts zu machen und wir haben keine Chance dagegen, besonders eben weil der Kapitalismus ja auch die zu dem Gehirnschwund geführt hat. Ne? Und denn sozusagen die Sozialsparten, ja, also wenn Sie hier wieder 10, also 9 hier Sozialspartler und Arbeitsamtmitarbeiter haben und hier einen und der irrt sich und der glaubt jetzt nun tatsächlich, jetzt schauen wir mal hin, ja, der glaubt jetzt nun tatsächlich, es sei völlig egal, wer die Kinder bekomme. Also das heißt, wenn zwei Eltern ein 1 Liter Gehirn haben und dann 100 Kinder bekommen, dann sei das gut, weil man mit ein bisschen Bildung aus den 100 Kindern Genies machen könne. Die Wahrheit ist aber naturwissenschaftlich natürlich längst bewiesen, millionenfach bewiesen, dass nur zwei Eltern, die zum Beispiel beide ungefähr ein 2-Liter Gehirn haben, dass die natürlich nur in der Lage sind, Kinder zu kriegen, die wieder um die 2 Liter Gehirngröße dann als Erwachsene streuen. Und dass nur diese Kinder mit guter Bildung wirklich auch zu Genies gemacht werden können, die Arbeitsplätze schaffen können, Fachkräfte werden können und so weiter, während die anderen eben typischerweise von Beruf Bürgergeldler werden, wie das ja heute heißt. Früher hieß es Beruf Harzer und jetzt heißt es Beruf Bürgergeldler oder so ähnlich, ne? Und die dann eben Kundschaft sind und eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme darstellen für die Sozialberufler, wo neue Stellen bewilligt werden, weil es immer mehr Sozialfälle zu betreuen gibt, die dann vielleicht auch Feuerwerkskörper auf Rettungskräfte und Feuerwehrleute schmeißen und Böller und so weiter. Und ja, weil sie sozusagen auch eben sehr oft dann kriminell werden und gefährlich und so weiter und auch sehr viele Links- und Rechtsextremisten daraus resultieren können, aus diesen Kindern, aus denen auch mit der besten Bildung realistisch nie was werden kann, niemals eine Fachkraft werden kann, ne? Aber die Leute glauben ja diese Irrtümer, ja, also ja, dann glauben diese ein Mitarbeiter von den Sozialsparten oder der Arbeitsamtssparte glaubt diese Irrtümer, die anderen 9 nicht. Dieser wird Karriere machen, weil durch die Irrtümer, die er verbreitet in die Gesellschaft hinaus, kommt es zu politischen Änderungen. Die Politik macht den Fehler, dass sie sagt, es ist wunderbar, wenn die Menschen mit 1 Liter Gehirn 100 Kinder bekommen und es ist völlig okay, wenn die mit dem 2 Liter Gehirn gar keine Kinder bekommen. Das sind sowieso diese böse, diskriminierte Minderheit der Eliten, der Unternehmer, der Arbeitsplätzeschaffer und die hassen sowieso fast alle sozusagen und so. Ja, und so kommt es dann dazu, dass
die Kinder nur noch geboren werden von denen mit den kleineren Gehirnen. So kommt es zum Schrumpfen von den Gehirnen von bis bisher schon von 1,5 Liter durchschnittlich auf 1,3 Liter, bald 1,2, 1,1, 1,0 Liter. Und so wird die Gesellschaft immer dümmer und immer unfähiger, die gesamte Gesellschaft, alle Teile der Gesellschaft. Und es werden alle Leute in den Sozialsparten und Arbeitsamtssparten werden sich an diesem Irrtum orientieren, werden diesen Irrtum übernehmen, weil sie ja sehen, wie erfolgreich dieser Mitarbeiter ist, wie viele Nachkommen er finanzieren kann, wie viel. Und sie werden seine Schüler werden bei ihm lernen. Und so wird im Arbeitsamt und in den Sozialsparten wird sich dieser Irrtum ausbreiten. So nach dem Motto, doch scheißegal, wie groß oder klein ein Gehirn ist, das werden alles Genies und Fachkräfte und Arbeitsplätzeschaffer und so weiter. Also dieser Irrtum breitet sich dann aus den Sparten hinaus in die gesamte Gesellschaft raus. Die Bürger werden wieder zu, die Bürger werden wieder zu Lobbyisten wider Willen. Die gesamte Gesellschaft wird durchdrungen von diesem Zentralirrtum der Sozialsparten. Und dadurch wird Deutschland besonders schnell von Gehirnschwund betroffen, ne? Und steigt eben in dem Wettbewerb ab und wird vielleicht irgendwann militärisch genauso abgeschlachtet wie die Ukraine, die Indianer, die Indios und der Irak und so weiter. Und das ist der ganz normale Gang der Dinge im Kapitalismus. Ja, kurze Pause. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wo ich war nach diesem Telefonat jetzt vorhin. Ja, also auf jeden Fall ist alles geklärt, wenn Sie auf nextS4F.de unten anklicken in der Infobox, sind Sie ja bei allem. Und im Moment sieht so aus, also die Zunahme des Leidens der Menschen wird durch nichts aufhaltbar sein, weil die Vernunft fehlt, weil die Gehirne immer kleiner werden, weil der Kapitalismus also quasi anstatt zu einem Wachstum Richtung durchschnittlich 2,0 Liter Gehirngröße zu einem Schrumpfen Richtung 1 Liter und noch weniger Gehirne automatisch führen muss, eben zum Beispiel über die Sozialsparten und Arbeitsamtssparten und all die Sparten. Wir dürfen nicht vergessen, dass zum Beispiel auch die ganzen Psychiatriesparten von dem Rückgang der Gehirngrößen profitieren, weil arme Menschen dann typischerweise auch häufiger Kundschaft der Psychiater und der Pharmakonzerne werden und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge an Sparten, lebt von dem Niedergang einer Deutschlands sozusagen und der Verdummung Deutschlands und der Verdummung und der Zerstörung der gesamten deutschen Gesellschaft, die gerade so niedergeht, wie das Römische Reich damals wohl auch niedergegangen ist, ne? Je erfolgreicher also dann die Sparten im Kapitalismus werden und je erfolgreicher die Sozialsparten und die Gesundheitssparten und all diese zerstörerischen Sparten werden, desto mehr geht dann ein Land wieder runter. Vielleicht gibt es da einen gewissen Zyklus jeweils auch, aber das ist egal, es läuft jedenfalls einfach. Ja, und bei uns die einzige Möglichkeit, die ich selbst noch sehe, ist ja die Einladung sozusagen hier an der die Gemeinschaft Köln-Süd oder Kommune Köln-Süd mit mir gemeinsam hochzuziehen, sozusagen als einzige mögliche Insel glücklichen Lebens in einer kaputtgehenden Welt. Ja, mehr ist wohl überhaupt nicht möglich und auch das ist fast unmöglich, weil ja die Leute alle, wie war das? Alle
Lobbyisten wider Willen bestimmter vorteilbringender Irrtümer sind und natürlich die vorteilbringenden Irrtümer ihrer eigenen Sparte, in der sie ausgebildet wurden, natürlich besonders vehement mit sich tragen und dadurch natürlich eigentlich gar nicht kommunefähig und gemeinschaftsfähig sind und das erst werden müssen. Aber diese psychobiologische Analyse und so weiter. Da müssen Sie diese Bewerber natürlich interessiert dran sein, dass sie dass sie Interesse haben an einem Entmanipulierungsprozess ihres Gehirnes. Also vorteilbringende Irrtümer anderer und eigener Sparten rauszuschmeißen und wieder ein Naturmensch zu werden, ein völlig natürlicher Mensch zu werden. Ja, und diese Gemeinschaft Köln-Süd ist offen für die Mitwirkung und die Mitarbeit an der Öffentlichkeitsarbeit von asexuellen bis polybiamoren Menschen, ja, also genauso herzlich willkommen sind Pansexuelle für bestimmte Unterabteilungen der Gemeinschaft Köln-Süd wie die Asexuellen für andere Unterabteilungen der Gemeinschaft Köln-Süd herzlich willkommen sind. Also das heißt, wir sind da offen für alle, die sich ernsthaft interessieren. Nur eins müssen sie mitbringen, sie müssen hier das, was ich eben geschildert habe, ansatzweise verstehen und müssen anfangen, an sich zu arbeiten, müssen an sich interessiert sein, detektivisch an ihren eigenen vorteilbringenden Irrtümern im Kopf, an dieser Gehirnwäsche, die alle Welt umfasst hat, zu arbeiten und so weiter und ja, und so dann wieder ein natürlicher Mensch zu werden, so dass dann immer mehr Gemeinschaften entstehen und diese dann, in denen ein relativ zum Kapitalismus 10-20-fach glücklicheres Leben möglich ist, und eine, wie gesagt, also herzlich eingeladen von asexuellen Menschen bis pansexuellen Menschen bis hin zu polybiamoren Menschen herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Aber auch das wird wahrscheinlich kaum funktionieren. Ne? Und ja. Und das nochmal als Hinweis, es gibt ja Millionen Kommunen auf der Welt, aber dort sagen ja dann zum Beispiel zwei Leute, beide die gleichen vorteilbringenden Irrtümer. Aber dadurch ist dann auch das Glück unmöglich, weil jeder Irrtum, den man noch im Kopf trägt, immer auch glücksreduzierend wirkt und deswegen sind alle anderen Kommunen und Gemeinschaften und religiösen Gemeinschaften und Sekten und so weiter, die existieren eben alle unglücklich, und da ist Glück unmöglich, weil eben solange dort so viele Irrtümer noch rumschwirren, geht's auch nicht. Und deswegen vielleicht auch nochmal der Spruch hier: Polybi amore aller Länder, vereinigt euch in der Kommune Köln, in einer Unterabteilung der Kommune Köln, der Gemeinschaft Köln Süd und so weiter. Und ja, das so viel, ich lasse es mal dabei, so viel für heute. Ich will die Sendung nicht zu lang machen, aber eben hier die Gemeinschaft Köln-Süd, das können also hier eine asexuellen Untereinheit sein, bis hierhin zu einer polybiamoren Gruppenehe, der Savannen-Bonobo-Schenker-Kommunistischen Gruppenehe, wo dann die Töchter in die dazugehörigen Nachbarkommunen abwandern und dort dann ihre Kinder bekommen und so weiter. Ja, und ja, lassen wir es mal für heute so weit. Das ist das Einzige, wo ich
noch hoffe vielleicht und einfach anrufen, ja, nextsvf.de, da finden Sie ja direkt zum Anklicken die Telefonnummer oder sehen Sie direkt vor sich und dann kurz auf den Anrufbeantworter sprechen und das war's dann. Ja, also, tschüssi, bis bald.